Zoll kontrolliert Gepäck von Touristinnen, kaum zu fassen, was sie in Katalogen finden. Die kriminelle Energie scheint der Kreativität förderlich zu sein. Ein Paradebeispiel hierfür kam der M. Frankfurter Zoll bereits Mitte März unter die Augen. Frankfurt am Main, die kriminelle Energie hieft die Kreativität scheinbar in ungeahnte Höhen. Dem Hauptzollamt in Frankfurt kam ein solches Paradebeispiel erst kürzlich unter. Wie eine Sprecherin der Behörde am Freitagmorgen mitteilte, sei es bereits am 16. März am Frankfurter Flughafen zu einer Kontrolle im Anschluss an einen Flug aus Rio de Janeiro, Brasilien, gekommen. Im Zuge dieser Kontrolle untersuchten die Ermittler auch das Gepäck einer 38-jährigen Reisenden, die eine Hand- und eine Reisetasche mit sich führte. In letzterer stellten die Kontrolleure des Zolls insgesamt 3 Kataloge fest. Diese machten aufgrund ihres scheinbar ungewöhnlich hohen Gewichts einen verdächtigen Eindruck. Diese Kataloge genauer unter die Lupe zu nehmen, stellte sich als genau die richtige Entscheidung heraus. Denn wie es dem Bericht zu entnehmen ist, war in den Folien hinter den Bildern eine weiße Substanz eingearbeitet. Ein entsprechender Rauschgifttest schaffte Klarheit, es handelte sich um Kokain. Insgesamt hatte die 38-Jährige rund 1 Kilogramm der weißen Pulverdroge mit sich geführt, der Schwarzmarktwert fast 72.000 Euro. Umgehend wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Frau sitzt vor RST in Untersuchungshaft. Das kuriose Drogenversteck ist für die Beamten aber keinesfalls ein Novum, die Kreativität bei SCHM Muggelverstecken kennt keine Grenzen. Wir haben zum Beispiel schon Rauschgift in Steckern, Ziergegenständen und Babymilchpulverdosen gefunden, sagte Isabel Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.